Sehr interessant sind auch die Wurzeln der sogenannten paradoxes Denken-Intervention oder paradoxes Denken-Beeinflussungstechnik, denn sie fußen in der Psychotherapie, unter anderem in der Logotherapie von Viktor Frankl, in der er die sogenannte paradoxe Intention eingeführt hat, bei der man sich genau das herbeiwünschen soll, wovor man Angst hat. Denn viele Menschen entwickeln im Laufe der Zeit auch Angst vor der Angst. Und wenn man dann zum Beispiel jemandem sagt, der Angst hat, von Frauen abgewiesen zu werden, also soziale Ängste hat und Angst hat, vielleicht eine Ohrfeige zu bekommen, wenn er ein Mädchen anspricht, dem könnte man dann sagen, okay, deine Aufgabe ist es jetzt, genau das zu bekommen, also geh raus und versuche, eine Ohrfeige zu bekommen von einer Frau. Denn dadurch macht der Klient dann die Erfahrung, erstens, also eine Ohrfeige wäre jetzt auch gar nicht so schlimm, also es gibt keinen Grund deswegen, 2 Jahre seines Lebens irgendwo eingesperrt zu sein im Zimmer und zu sagen, okay, ich gehe nicht mehr raus, ich mache gar nichts mehr. Und zum anderen wird er natürlich die Erfahrung machen, dass das nie passiert. Also in wie vielen Fällen geht denn eine Frau hin und gibt einem Mann, der sie nett anspricht und sagt, hey, ich finde dich attraktiv und können wir vielleicht mal was zusammen trinken? In wie vielen Fällen geht die Frau wirklich hin und vergibt dann eine Ohrfeige? Das passiert einfach nicht. Und deswegen ist diese paradoxe Intervention durchaus sehr interessant und auch wirklich sehr wirksam, wie sich gezeigt hat. Denn sie wirkt dieser Angst vor der Angst entgegen und sie führt dazu, dass man sich der Angst dann stellt, indem man einfach genau diese Situation aufsucht. Und in etlichen Studien hat sich gezeigt, dass genau das besonders effektiv ist, nämlich die Angstkonfrontation zu sehen, dass genau die Befürchtung, die man hat, nicht eintritt oder wenn sie eintritt, dass man auch das aushalten kann.